Wir beginnen auf jeden Fall mit einem Video, was, wo setze ich mich denn hin? Ich glaube, ich setze mich hier hin und mache den Chat hier nochmal aus. So, ein Video, was in meinem Wohnzimmer gedreht worden ist. Pietro Lombardi und Sascha haben gespielt. Ich kenne den Inhalt des Videos schon. Ich möchte trotzdem ganz kurz mit euch hier durchgehen. Beginnen wir erstmal hiermit und ich würde sagen, Pietro Lombardi und Sascha Unsympathisch haben in meinem Wohnzimmer gespielt. Wir schauen, was da passiert ist. Auf geht's. Hallo? Hallo? Ah ja. Ich habe eine Frage. Darf ich die Anmoderation machen? Bitte. Was geht ab, Leute? Heute wieder am Start hier. Heute die Revanche. Ein anderes Wort für mit dem lieben Sebastian Wood. Ja, was soll ich an der Stelle sagen? Ich kann tatsächlich sagen, dass ich an dem Abend eine Menge Beschwerden aus meinem Haus erhalten habe. Warum Pietro Lombardi bei mir durch den Innenhof schreit? Das ist genauso wie letztens auch Lukas bei mir war, Poldi. Mittlerweile weiß ich tatsächlich nicht, was meine Nachbarn von mir halten. Es ist mir ehrlich gesagt auch komplett scheißegal. Du wolltest meine Ankündigung nachmachen. War die falsch? Heute ist wieder soweit. Heute kommt ein anderes Wort für die Revanche. Heute gegen. Ich hab's genau gleich gemacht. Du bist ein Lügner. Für alle Leute, die vergessen haben, wie ein anderes Wort für geht, spende ich es hinter der Kamera und sag zum Beispiel ein anderes Wort für gut. Schlecht. Komplett falsch. Ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem ersten Begriff. Let's go. Ein anderes Wort für Wasser. Für Milch. Abbau. Was? Was für Wasser? Ein anderes Wort für Wasser. Milch, H2O. Ein anderes Wort für Wasser. Wasser. Wahrscheinlich, Pietro. Trinken. Flüssigkeit. Flüssigkeit. H2O. Ich glaube, es war Wasserflüssigkeit, wenn ich mich nicht irre. R2D2. Ein Getränk. Sascha ist ein Loser. Oh, oh. Und da wird's unangenehm, wenn man gegen Pietro Lombardi in irgendetwas verliert, wo er sein Gehirn einsetzt. Haare. Kopfbedeckung. Haare. Haare. Perücke. Style. Perücke. Dessous. Dessous kommt auf den Kopf, Pietro, ganz genau. Mir geht's eigentlich gut. Also wie gesagt, es macht eigentlich wenig Sinn. Mode. Perücke. Körper. Körperteil. Also okay, guck mal, ihr kommt safe nicht drauf. Ein anderes Wort für Haare. Haare sind Haare, was aber für ein anderes das, Wort? Das andere Wort, das haben wir auch nicht, sondern andere Lebewesen. Fell, es wäre Fell gewesen. Haut. Was? Borsten. Ein anderes Wort für Haare. Fell. Bist du schlecht. Und das ist mal wieder ein Grund gewesen, wie gesagt, da hätte ich fast wirklich, wie gesagt, also den Wohnraummietvertrag hätte man mir direkt kündigen können, so wie der Typ da rumschreit. Ja. Ein anderes Wort für Haare. Sagt der Fell. Pass mich nicht an. Ein anderes Wort für Hoheit. Königlichkeit. Oh, er hat König gesagt. Ja, okay. Königlichkeit. Die ist es wahrscheinlich, oder Pietro? König. Ein anderes Wort für eine Millionenstadt. Es ist die Metropole. Großstadt. Das ist komplett dumm, wie die beiden da sich drauf kommen. Das ist absolut lost. Eine Millionenstadt. Ein Monopol. Was für ein Monopol? Eine Weltstadt. Ein anderes Wort für. Was sind das für Begriffe? Für eine Stadt, die über 1 Million Einwohner hat. Großstadt. Hab ich doch schon gesagt. Jubiläumstadt. Goldstadt. Es ist die Goldstadt. Die Jubiläumstadt. Pietro, Alter, wirklich. Doppelt und dreifach los. Millionen Großstadt! Bro, wie oft willst du noch Großstadt sagen? Wenn du noch einmal mich hier diskriminierst vor allen Leuten in Deutschland! Ich versuche doch nur zu kämpfen! Ich will gewinnen! Nochmal Stück für Stück. Eine Stadt, die mehr als 1 Million ist eine über Millionenstadt. Ist eine? Dann bist du dumm und ich auch. Haben wir's. Ja. Sag mal so, das Wort, was Sascha gerade eben rausgehauen hat, geht irgendwie in die Richtung, aber ist komplett falsch. Metronomstadt! Die Metronomstadt. Genau. Sascha! Metropol. Ja! Aber das ist wieder so ein Begriff, der muss nicht sein bei mir. Ein anderes Wort für Luxus. Armut! Ein anderes Wort für Luxus. Armut. Ja. Luxus. Wohlstand, es ist der Wohlstand. Es Luxus, ist der Wohlstand, Bro. Ein anderes Wort oder Gegenteil? Ein anderes Wort. Reichtum! Ey, guck mich nicht so an. Okay. Pass mich nicht an, hab ich dir gesagt. Du putzt mich die ganze Zeit. Entschuldigung. Also ganz ehrlich, ich würde einfach mal gern sehen, wie Pietro Lombardi und Trimax versuchen, auf geisteskranker Ebene zusammen eine Unterhaltung zu führen. Das würde mich einfach mal interessieren. Ich glaube, ich muss die beiden unbedingt mal vorstellen. Ein anderes Wort für Fernsehen. For real, spielt er die Dummheit? Nein, Leute, Pietro ist so. TV! Aber ich liebe ihn. Ja, es ist TV! Ich hab TV gesagt! Es ist TV! Hör mir zu! TV! 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 Also nein! Und ich hab dann auch erster TV gesagt. Und TV, TV. Ich hab TV, TV gesagt. Okay. Wenn du ein Mann bist, gibst du mir den Punkt. Ich sage, der Punkt geht nach Pietro. Danke, Pietro. Warte kurz. Okay. Jetzt musst du so Hulk anmachen. Ein anderes Okay. Wort für Folter. Folter, misshandeln. Missbrauchen. Quälen. Qual. Das ist so unfair. Ein anderes Wort für Alkohol. Wasser. Ein anderes Wort für Alkohol. Wasser. Ja, gut. Ein Alkohol, Fresh Getränk. Es ist Alkohol. Alkohol.
Das Fresh-Getränk. Es ist prozentual Spritosen. Einfach nur lost, dumm und laut gewesen. Junge, also es ist einfach nur... Er hat wieder was geklaut. Es war Spiritosen und ich habe Spiritus gesagt. Merkst du, dass ich dir immer den Gedanken 0,0. Was? Muss man schon sagen, Sascha, da ist Petro schon echt eine gute Hilfe gewesen. Lügst denn die Community an? Ein anderes Wort für Schließfach. Bank für, Tresor. Schließfach ist Schließfach. Zumachen. Spind. Classic Jacob, sag dankeschön. Einer da draußen, dass ich nichts im Kopf habe. Ich schwöre, Spind ist Champions League Niveau. Weiß ich jetzt nicht, Petro. Also Bro, ja, unangenehm. Hier sehen wir die Europa League. Und? Angst? Gar nicht, 0,0. Natürlich. Ich bin locker drauf, ich gönne dir hier einen Punkt. Danke. Ein anderes Wort für Sport. Großes Shoutout an Sascha, dass er hier auf jeden Fall komplett nice den Punktestand eingeblendet hat. Er schreibt hier in den Chat, der ist sehr korpulent. Petro ist breit, nicht korpulent, hört auf sowas zu sagen. Sport. Bewegung. Warum, was hast du mit keinem davon, Bro? Spendyboy, alle Angaben ohne Gewehr. Du sagst es, alle Angaben ohne Pistole. Mhm. Ich hab den Bentley. Du bist so sexy. Kein Spind ist doch einfach nur so flexen, dass die Leute denken, ich weiß es nicht. Und dann kommt die Antwort. Ich sage euch eine Sache, unterschätzt mich nicht. Denn es gibt ein englisches Sprichwort. The resume doesn't matter the way. Das ist... Ich habe absolut nicht verstanden, Bro. Aber ich bin hundertprozentig, 200%ig nicht deiner Meinung, Pietro. Und es halt deine Fresse. Oxford, Englisch. Das heißt so viel wie, das Leben ist ein Geben und ein Sieg. War der gut? Ein An... Ja. Ein anderes Wort für Webvideoproduzent. Producer. Ein anderes Wort für Fotografie. Fotograf, Grafiker, Thema, Designer. Was für Designer? Ich hab nicht Fotografie ist Fotografie. Filmen, Designer. Ich find's by the way echt krass, Spendi, dass du in Saschas Video teilnehmen darfst. Also, auch wenn du hinter der Kamera bist und man deine Crackstimme hört. Du hast es echt weit gebracht, Spendi, muss man ganz ehrlich sagen. Was für Designer, Bro? Es ist nicht Designer. Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn du Fotografie ist doch so ein einfaches... Bilderei! Die Bilderei. Bilderbuch. Kunst. Du warst schon ganz, ganz nah dran. Der Bildhauer? Der Bildermacher. Oh nein, was hab ich gesagt? Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Das ist mein Punkt. Künstler. Techniker. Bilderei. Es ist eine Fotografie. Bild einfach. Ich hab doch Bild gesagt. Nein, du hast Bilderei gesagt, Bro. Du hast Bilder, Fotografie, Bild. Ja. Ist halt gut. Ja, passt. Fotografie, Bild ist ein anderes Wort dafür. Ist absolut richtig, Sascha. Du hast wieder 3 Punkte. Bro, jetzt chill mal. Du kommst hier 20 Mal mit Design ums Eck. Wo soll ich von dir Ideen klauen, Mann? Es ist halt einfach nur unangenehm. Wie gesagt, und ich sitze da hinter der Kamera und signalisiere den beiden einfach wirklich, dass Revi redet jetzt wieder so, wenn ich vor ihm stehe, ist er der höflichste Mensch. Haha. Ja, höflich nicht, eher so mitleidig, ne? Spendi, aber passt schon. Ich habe an dem Abend einfach, wie gesagt, echt Angst gehabt, dass ich meine Wohnung verliere. Das meine ich ernst. Also, so wie Lombardi da rumgeschrien hat. Nee, zum Glück habe ich die in meinem letzten Video hochgenommen. Du Spendi, wenn du hier schnell den Link in den Chat posten willst, ich gönn's dir absolut. Klar, mach doch ruhig hier ein bisschen Werbung. Hey Leute, kennt ihr schon Spendi, Boy? Absolut cooler Typ. Du hast nicht Bild gesagt. Ich habe Bilder gesagt. Ein anderes Wort für Liebe. Ha! Emotionen. Was? Zuneigung, es war die Zuneigung. Bro, ich kann nicht mehr. Guck mal, Emotionen. Ich beschäftige mich. Gefühle. Ins Herz schließen. Anderes Wort für Liebe, ins Herz schließen. Mhm. Borgenheit. Er klaut wieder was, ich merke das, ich spüre das. Beziehung. I am the one. Hochzeit. Nein. Oh, und das ist der Copyright Strike, Sascha. Simon Desu ging es damals genauso. Ey, und was ist Werbung für mich? Ey, warum bin ich nicht VIP und warum liebst du mich? Weil Louis, du bist wirklich stark adipös und wir haben uns lange nicht mehr unterhalten. Ich kann da nicht mehr relaten, es tut mir leid. Das war natürlich ein Witz bei Louis, what the fuck. Mit Liebe zu tun, ja. Ein anderes Wort für Liebe. Entweder man liebt jemand oder man mag den nicht. Was anderes Wort? Ich liebe dich. Wenn du eine Person liebst, wie bist du dann zu dir? Was hast du? Gefühlvoll. Ehrlich. Liebevoll. Du hast eine zu der Person. Zubindung! Zuneigung! Es ist die Zuneigung! Die Zubindung. Zuneigung! Es ist die Zuneigung! Es ist die Zubindung. Bro! Ein anderes Wort für reden. Reden, lauern. Artikulieren. Ausdrücken, sich ausdrücken. Aussage. Komm. Spende jetzt bitte, beruhig dich im Chat, okay? Kommunizieren. Kommunikation! Sascha, guck mal. Gespräch, oder? Du musst mit mir, aber bleib mal ruhig! Auch ich muss mich mal konzentrieren. Ich sag dir jetzt ein One-Take, okay? Sich austauschen! Anderes Wort für reden ist... Gespräch. Sprechen. Bro, du sagst One-Take, ich schneide da nicht. Okay, ich weiß es doch nicht. Mann. Mann. Man quatscht. Quatschen. Unterhaltung!
Und dann! Nein! Ich, Digga, also, Spende, ich weiß auch nicht. Was für ein Mensch bist du? Der Typ ist unsympathisch, ganz genau. Das ist Sascha, ihr habt vollkommen recht. Unterhaltung und du nimmst es mir weg! Was für ein Mensch bist du? Ich habe Unterhaltung dir nicht weggenommen, ich habe nur unterhalten gesagt. Ein anderes Wort für lineal. Hier, Utrecht! Ah, Digga. Digga. Halt dein Maul, Pietro, wirklich. Wieso ist dieser Mann, also ich meine, dass er Millionär geworden ist, das stelle ich nicht in Frage so. Der hat ja eine gute Stimme. Aber dass er immer noch Millionär ist, das wundert mich wirklich. Zirkel! Messgerät! Digga, und meine Nachbarn darüber denken sich nur, holy shit, was ist in dieser Wohnung wieder los? Und ich sitze hinter der Kamera und fange was dann zu heulen. Mein Bruder sitzt einfach in seinem Zimmer und fragt sich, warum schreit Lombardi in unserem Wohnzimmer rum? Und ich weiß es, ich kann es ihm nicht beantworten. Ich weiß es nicht, ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist. Mann, Maßband ist doch Maßstab! Du bist meine Pietro, sau unangenehm, wirklich sau unangenehm mal wieder. Und an der Stelle sind wir komplett raus. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne... Lässt wieder tief blicken, Pietro. Daumen nach oben da lassen. Falls ihr diesen Kanal nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt auf kostenfreie Ehrenbruderbasis ein Abo nur. Falls ihr diesen Kanal nicht abonniert. Digga, das waren 200 Versuche, ich schwör's locker, der saß da 20 Minuten. Ist alles okay? Ich glaub nicht. Falls euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr Ey, das ist so unfair, der hat noch 3, 4, 5, 6, 7 Mal hat er da gebraucht. Rumi, was geht? 7, 6 Mal hat er das versucht, das aber er hat sich hinbekommen. Lilify, dankeschön für den Sub. Sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen, falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt. Lilifly. Könnt ihr jetzt auf kostenfreie Ehrenbruderbasis ein Abonnement da lassen? Für mich da lassen. Für mich da lassen. Und für mich auch. Nein, für mich nicht. Für Sascha. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Simon, du hast gesehen, wie Sascha mir meine Punkte geklaut hat. Ach, Pietro, Digga, komm. Du weißt, dass ich immer kämpfe und... 20 Minuten, wie er lügt. Ey, Spendi, ich schwöre, Sascha hat da 5 Minuten gestammelt, bis er das Auto drin hatte. Sei ganz ehrlich, Spendi. Sag es hier und jetzt im Chat. Es ist so gewesen. Diese Runde war in meinen Augen nicht fair. Das war krass, wie Resi lügt. Ich weiß nicht, wer Resi ist, Spendi, aber sau entspannt. Erzähl mir mehr über ihn. Von mir? Tschüss. Ich bin einfach nur menschlich enttäuscht. Ist auch richtig so, Simon. Ist auch richtig so. So!